Mit diesem Video wollen wir noch einmal kurz zurückblicken auf den Tag der offenen Tür bei der Familie Rengsdorf in Varrel im neuen Sauenstall. Nach 4 Wochen ist das Abwägeln, die Säugezeit vorbei. Dann gehen sie rüber in den einen Stall, werden da belegt und gehen dann nach 1,5 Wochen, kommen sie hier in den Wartestall. So, und das ist jetzt ausgelegt nach der EU-Schweinehaltungsverordnung, nach neuesten Kenntnissen, was ab 1.1.2013 überall in der EU eingebaut werden muss. Ich bin mal gespannt, ob es überall in der EU auch gemacht wird. Ich habe da so meine Zweifel. Aber das ist im Grunde genommen so der Stand der Technik mit den Selbstfangbuchten. Da haben wir, sag ich mal, relativ viel Material eingebaut. Das ist sag ich mal, das kostenintensivste System, aber für die Tiere unserer Meinung nach am sichersten. Dass auch die rangniedrigen Tiere, weil bei Schweinen ist das so, die Rangordnung ist ziemlich ausgeprägt, dass die schwächeren Tiere auch eine Chance haben, sag ich mal, an ihr Futter und Wasser zu kommen. Und die können im Grunde genommen selber dann wieder raus und dann hier in diesem Mittelgang, wo wir jetzt stehen, laufen. Dann fragt man sich ja vielleicht noch, warum, wieso haben wir den Stall so gebaut? Also wir haben ja, im Grunde genommen überlegt, wie machen wir weiter mit der Saunenhaltung. Auf dem Hof haben wir 200 Tierplätze, also 200 Saunenplätze. Alles, sage ich mal, langsam gewachsener Betrieb. Hier mal angeschleppt, da mal was angebaut. So, für die Gruppenhaltung haben wir es dann überlegt, ob es funktioniert, ob es nicht funktioniert, ob man es umbauen kann. Und sind zum Entschluss gekommen, in den alten Ställen ist es im Grunde genommen nicht möglich, das so umzubauen für 2013, dass man das vernünftig, auch arbeitswirtschaftlich hinkriegt. Hier gibt es die zweite Möglichkeit, mit der Saunenhaltung aufhören. Das wird auch im Moment viel gemacht. Kam für uns nicht in Frage. Dann blieb nur noch der dritte Schritt, der Neubau. Ja, auf dem Acker. So, und da haben wir uns im Grunde genommen dafür entschieden und haben das jetzt zustande gebracht. Ja, bedanken möchte ich mich natürlich auch nochmal alle, die mitgeholfen haben, so einen schönen Stall zu bauen, aber natürlich auch im Grunde genommen bei denen, die nicht auf der Baustelle waren und im Hintergrund geholfen haben, einmal die Betrieb und Familie weiterlaufen. Das ist mir hier sehen wir die Unterspaltenabsaugung am Ende des Stalles im Wartebereich, den Lochplattenkanal mit den ungelochten Bereichen, der als Überspülkante genutzt wird, um die Zuluft auf gesamter Länge gleichmäßig zu verteilen und für die Sauen im Atmungsbereich der Tiere münden zu lassen. Jetzt befinden wir uns im Abferkelbereich, deutlich sichtbar die Abdeckung, doppelt jeweils über 2 Buchten, klappbar, um für die Tiere, A für die Sau, B für die Ferkel, artgerechtes Klima erzielen zu können. Die Wärmebelastung für die Sau wird geringer und der Wärmehaushalt für die Nestzone wesentlich effektiver und gleichmäßiger.
jeweils zwei Ausschnitte für die Infrarotlampen, das Ganze klappbar. Und auch hier wieder im Kopfbereich der Sau, der Zuluftkanal mit ungelochten Bereichen und gelochten Bereichen, um eine gleichmäßige Durchspülung auf gesamter Länge sicherzustellen. Unterhalb der Zuluftkanäle befinden sich die Flüssigfütterungsleitungen des Schauersystems. Hierbei wird das Futter und das Wasser erst hier im Bild am Revolver vermischt und ab da geht es flüssig in die Tröge bis vor die Sau. So, hier sehen wir jetzt die SPS mit der USV-Netzteil der eigentlichen SPS, den dahinter geschalteten Relais, Motorschutzschaltern und der Leistungselektronik für die Rückführungsventilatoren des Wärmetauschers. Sauber im Schaltschrank aufgebaut. Hier befinden wir uns im Büro. Zurzeit noch mehr mit Geschenken und Präsenten und natürlich auch mit Butterkuchen versehen. Und das ist in der Mike. Das ist in der Mike. Siloanlage. Futterzentrale. Hygienebereich. Und Heizungszentrale. Moin! Moin! Jetzt befinden wir uns hier im Zuluftkanal. Im Giebelbereich der Nordseite und sehen hier die Hochdruckkühlungsleitung und Lufteintritt in die Abteile. Betreten wird der Zuluftkanal über eine Bodentreppe. Dieser Bereich wird über die Wärmetauscher auf Temperatur gebracht. Hier ist der Lufteintritt in die Abteile, jetzt jedoch noch ohne Panelklappen, die sind noch nicht montiert. Wintereintritt durch die beiden äußeren Öffnungen in den ungelochten Bereich mit Überspülkante, Sommereintritt durch die drei mittleren Öffnungen und hier der letzte Wintereintritt in den ungelochten Bereich. In dem Bereich kommen keine Panelklappen. Hier werden nachher Panelklappen montiert, die verhindern, dass Luft direkt bei wenig Luftwechselrate in den ungelochten Bereich gelangt. Im Ernst jetzt? Ne, es war ein Scherz. Wir können uns das auch mal wie hier angucken. Die Stellmotoren, die lassen wir da nicht einfach so draußen der Witterung ausgesetzt, sondern da sind die Stellmotoren, denen haben wir ja ohnehin schon gute Erfahrungen gemacht und die packen wir dann auch da so einen Schutzkorb. Also dass sie da auch deren Witterungsgeschütz angeordnet. Jeder Gang ist. Jetzt befinden wir uns im vorderen Bereich des Abluftkanals bzw. eines Abluftkanals der zwei vorhandenen. Hier links und rechts. Im hinteren Bereich wird der Kanal verjüngt, um ausreichende Luftgeschwindigkeit zu erzielen wegen der Kondensatvermeidung. Stellantriebe werden bei uns grundsätzlich in ISO-Gehäuse verkleidet, um Korrosion an den Antrieben zu vermeiden. Klappen werden über Edelstahlwänden ausgesteift und im hinteren Bereich sehen wir das ISO-Gehäuse zum Schutz für den Stellantrieb. Wir sehen auch im Außenbereich viele Autos, viele Besucher, die die Gelegenheit nutzen, sich diesen schönen Saunenstall einmal ohne Saunen im Vorfeld anzusehen. Wir sehen hier die Futterzentrale mit den Innensilos. Innensilos sind immer günstiger wegen der Hygiene, weil sie nicht der Sonneneinstrahlung und der Witterung ausgesetzt sind. Die Schauerstation, die Heizungsleitung oben rechts im Bild,
und wie gesagt die Trevira-Silos und der weitere Gang in die Innenräume des Stalles. Dass die Rohrquerschnitte in einem modernen Sauenstall immer etwas größer sind, bringt viele Leute doch in Erstaunen. Hier nochmal im Bild die SBS-Steuerung, die Unterverteilung und der Netzwerkkasten für die EDV. Das hat ja eine ganze, jetzt machen wir erstmal ein Video. Die Aufnahmen schicke ich.